Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen rein wieder in ein Seasonal-Format. Wir sprechen natürlich wieder über Serien, die in der aktuellen Season kommen oder laufen oder wie auch immer. Ich habe vor ein paar Tagen schon ein allgemeines Video zur Fall-Season gemacht, wo ich gesagt habe oder präsentiert habe, was ich alles schauen werde. Und Frieren ist dann natürlich der absolute Vorreiter. Ich denke, in der aktuellen Herbst-Season wird das so der Titel sein, der am meisten polarisieren wird. Ich denke, die meisten Leute werden das schauen, mal sehen. Es hat natürlich schon mal zum Guten, dass Crunchyroll das Ganze im Simulcast anbietet. Wir haben direkt 4 Episoden. Es geht also aufs Ganze. Ich glaube zumindest, die erste Episode wurde hier aufgesplittet auf 4 Stück. Sozusagen also 4 Folgen, die ich alle schon geguckt habe. Und man hat auf jeden Fall schon einen ersten großen Eindruck, als wenn jetzt nur eine Folge an sich gekommen wäre von 20 Minuten Länge. So ein bisschen der Ersatz für Mushoku Tensei, habe ich den Eindruck. Und ich werde heute ein bisschen über Frieren sprechen. Ich bin kein Manga-Leser, ich habe keine Ahnung, auf was ich mich hier inhaltlich einlasse. Ne? Das möchte ich nur nochmal sagen. Kein Plan, was hier passieren wird. Ich habe nur den Eindruck von den ersten 4 Episoden, die ich gestern Abend gesehen habe. Frieren geht um eine Fantasy-Truppe. Das ist vielleicht ein bisschen Isekai-artig aufgestellt, ist aber im Grunde kein Isekai. Wir haben einfach einen ganz normalen Fantasy-Anime mit einer Main-Truppe, die ihre Reise aber schon beendet hat. Das heißt, wir sehen hier im Vordergrund Frieren, die mit anderen Charakteren auf einem Abenteuer war, den Dämonenkönig besiegt haben, wie man das halt eben von diesen Standard-Isekai- oder Fantasy-Dingern so kennt. Und die haben ihre Legacy schon hinter sich. Dann sterben die eine nach dem anderen weg, weil die immer älter werden, so auf einem natürlichen Tode eben. Und Frieren, die natürlich eine Elfin ist und wesentlich anders altert, sie überlebt oder überdauert sie sozusagen und reist quasi durch die Welt. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das Ganze retrospektiv abgehandelt wird. Also du bekommst immer solche Szenen von früher zu sehen, von der eigentlichen Main-Truppe, die aber gar nicht mehr lebt. Und das wird so durch die ganze Serie gezogen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch langfristig weiter so beibehalten wird. Das müssen vielleicht dann Manga-Leser in den Kommentaren sagen. Aber ich weiß nicht, ob das ein krasser Spoiler ist oder nicht. Das ist nur der Eindruck, den ich habe. Also im Grunde überdauert sie ihre Kameraden und will retrospektiv mehr über diese herausfinden, weil sie im Laufe der Jahre merkt, dass sie die eigentlich gar nicht so gut kennt, beziehungsweise Zeit ist ein wichtiger Bestandteil in dieser Serie, dass sie für sich selber realisieren kann, dass je nach Rasse das anders zu betrachten ist. Das heißt, 50 Jahre beispielsweise ist für den Main-Character Frieren hier deutlich anders wahrzunehmen als für einen Menschen oder für einen Zwerg oder wie auch immer. Und darum geht es eigentlich. Retrospektiv arbeitet sie sich quasi von Standort zu Standort ab, wo sie auf ihrem damaligen Abenteuer unterwegs waren. Dann gibt es ein paar Flashbacks zu diesen damaligen Geschehnissen, also der Story, die wir eigentlich gar nicht verfolgt haben. Auf dieser Reise begleiten sie natürlich neue Charaktere, die auch im Laufe der Jahre älter werden, während der Main-Character Frieren sich nicht äußerlich verändert, aber sie quasi auch immer mehr Emotionen zeigt, anfangs recht kühl oder ruhig wirkt, aber durch dieses Abenteuer oder durch diese alten Erinnerungen kochen neue Sachen oder gefühlvolle Einlagen durch. Das würde ich sagen. Was ich allgemein von dieser Serie halte bisher, ist natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall für die meisten definitiv etwas. Ich denke, das ist sehr harmonisch. Ich denke, von der Atmosphäre, vom Vibe her, erinnert das sehr doll an sowas wie To Your Eternity oder Violet Evergarden, so ein bisschen. Ich finde nicht, dass es ein Abklatsch von Mushoku Tensei ist, wie vielleicht einige denken oder meinen oder wie auch immer. Ich denke, dafür gehen wir hier in eine viel zu
ruhigere und emotionalere Richtung rein. Ich denke, das merkt man direkt, wenn man 5 Minuten drin ist, dass man versucht, auf jeden Fall den Zuschauer emotional zu fesseln. Hat aber bei mir nicht so ganz geklappt. Ich muss sagen, von der Tonlage her, von Atmosphäre her, optisch und so weiter, alles top, alles baba. Madhouse wieder einen rausgerissen. Das Studio war ja die letzten Jahre etwas verrufener, weil das ja nicht mehr so die Qualitäten versprochen hat, wie noch damals mit Death Note oder Hunter oder so. Aber auf jeden Fall jetzt wieder einen rausgerissen. Ich sag aber, inhaltlich hat mich das nicht so abgeholt. Ich fand das sehr langatmig, ich fand das sehr ruhig und ich denke, das ist sicherlich beabsichtigt, aber das ist nichts für mich. Also, ich habe durch diese 4 Folgen sehr gemerkt, dass mir da ein gewisses Etwas fehlt, dass mir ein bisschen der Strang fehlt, dass mir ein bisschen einfach etwas fehlt, was mich fesseln kann. Ich habe ein bisschen nach dem Twist gesucht oder ich habe ein bisschen nach dem Storystrang gesucht und ich habe gemerkt, das ist wahrscheinlich gar nicht die Aufgabe dieser Serie oder diese Serie fokussiert sich wahrscheinlich eben nur auf diese sympathischen, harmonischen Gefühlseinlagen. Wem das gefällt, ich denke, für den ist diese Serie 100% etwas. Also einfach dieses sehr, sehr großartige Feel-Good-Feeling, wenn ihr versteht, was ich meine. Harmonisch, friedlich, ruhig und schön. Das würde ich sagen. Inhaltlich habe ich da bisher noch nicht wirklich was draus erkennen können oder ist da nicht der Reiz da, meiner Meinung nach. Aber das kann sich natürlich noch machen. Deswegen bin ich aktuell noch ein bisschen mit mir am Ringen, ob ich das weiterverfolgen werde oder nicht. Ich habe das ja vor ein paar Wochen bei einem Mushoku Tensei schon kritisiert, sag ich mal, dass Leute da nicht so wirklich Geduld für haben. Und fair enough, vielleicht ist das bei Frieren genau das Gleiche, dass ich jetzt vielleicht voreingenommen bin und sage, ey, die 4 Folgen haben mich nicht abgeholt und das ändert sich in 5 weiteren Episoden. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das passieren wird. Ich glaube, die Intention dieser Serie ist genau der Eindruck, den ich in diesen 4 Episoden auch von diesem Anime bekommen habe. Stand ist also, dass es nichts für mich ist. Also, mal sehen, wie sich das äußern wird. Ich denke, ich schaue noch die nächsten Folgen und guck mal, wie sich das verhält. Und schau mal, wie die Rückmeldung in den Kommentaren ist von den Leuten, die vermutlich den Manga gelesen haben und vielleicht ihren Eindruck schildern können. Wie gesagt, alles andere ist top. Ich finde, das ist eine gute Serie. Ich denke, das wird den meisten auch gefallen. Ich habe mal in die Kommentare von den ganzen Folgen geguckt und da war das auch alles recht positiv. Ich denke, mit der Meinung bin ich auch relativ alleine. Ich glaube, die meisten werden das auf jeden Fall feiern. Aber ich glaube, das ist einfach kein Titel für mich, wo ich sage, ja, das will ich unbedingt sehen. Und wie gesagt, ich möchte das nochmal definitiv differenzieren. Das kann man mir ja gerne unterstellen, dass ich nur die Action sehen möchte und so weiter. Aber ich denke, jeder, der mich gut genug lange verfolgt, weiß, dass ich auch Werke verfolge oder mag oder gerne sehe oder lese, die mehr auf Deepness setzen oder das Development mehr in den Vordergrund stellen und ich diese Action eigentlich eher nicht brauche. Natürlich sind Shonen meistens im Vordergrund, aber das hat nicht den Hintergrund, dass ich nur das Formelmäßige sehen möchte. Ich denke einfach, da ist nicht dieser gewisse Kniff drin, den ich gerne hätte oder den ich gerne erwartet hätte oder wie auch immer. Es ist einfach diese gewisse Art von Anime, die ich nicht interessant finde. Ich brauche keine Serie, wo sich die Leute zwingend die Köpfe einschlagen müssen oder wo Gewalt passiert, viel Blut, viele Tode, ne, ihr wisst. Es geht mir einfach um eine gewisse Spannung, um eine gewisse Story, die erzählt wird. Und dafür war mir dieser Anime, diese 4 Episoden zu langatmig, zu ruhig, zu langsam einfach alles. Und nicht wirklich interessant. Aber das ist nur meine subjektive Haltung zu dem Ganzen. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich bei der Serie alleine mit dieser Haltung stehe. Ich denke, viele Leute werden den Titel feiern. Und das auch zu Recht. Ich kann das nachvollziehen. Ich denke, ein To Your Eternity oder ein Violet Evergarden, die eine ähnliche Energie haben, werden ja auch genauso viele
Leute oder Zuschauer haben, aber ich glaube, das ist einfach nichts für mich und da bin ich ein bisschen raus. Deswegen will ich da fair bleiben und sagen, hey, das ist bestimmt eine gute Serie, das ist bestimmt für viele etwas und wahrscheinlich auch der Vorreiter dieser Season, aber ich denke, ich bin da ein bisschen voreingenommen in Bezug auf Isekai-Standards die letzten Jahre, die halt wirklich nur aus Fließbandproduktion bestehen oder daraus entstanden sind sozusagen. Dieses zu langatmige holt mich nicht ab. Zumindest nicht auf Dauer über 4 Episoden. Und ich glaube, beurteilen zu können, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, dass das auch die Natur der Serie ist und dass das auch so bleibt. Dass sich das nicht großartig verändert. Und ich glaube, dafür ist es dann am Ende des Tages nichts. Aber das ist nur meine subjektive Haltung dazu. Und ihr könnt das gerne anders sehen. Ich denke, mit diesem Standpunkt bin ich relativ alleine, aber ihr könnt mir gerne eure Sichtweise unten in den Kommentaren dazu dalassen. Schlachtet mich bitte nicht. Ihr kennt meine Haltung zu Serien. Ich sag immer meine ehrliche Meinung und wenn mir Sachen nicht gefallen, dann spreche ich das auch an. Das wäre es damit von meiner Seite aus zu Frieren gewesen. Wie gesagt, ich beobachte das noch ein bisschen über ein paar Folgen, aber ich denke, auf lange Sicht wird mich das nicht halten können. Aber mal schauen. Vielleicht werde ich auch in ein paar Folgen das komplette Gegenteil sagen. Das kann passieren. Das war bei Mushoku Tensei damals ähnlich. Da habe ich die ersten 12 Episoden auch nicht so nice gefunden. Und dann erst in der zweiten Hälfte hat es mich übel abgeholt. Jetzt zweite Season war auch so ein Hin und Her ein bisschen. Ja, vielleicht ist Frieren ähnlich in dem Fall. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das so entwickelt. Stand jetzt bin ich davon noch nicht wirklich überzeugt. Aber ihr müsst mir da nicht nachplappern, da kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Also, das wär's. Ich wünsche euch einen babamäßigen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.